habe mein Skype heute Abend voller Dr. Who-Experten. Sag doch mal einmal kurz, wer ihr seid. Ja, mein Name ist einfach nur Doktor. Just the Doctor, please. Nein, ich heiße Florian Merz und ich bin freiberuflicher Journalist und arbeite für Gamesfeld als Büroassistent. Hallo, ich bin Konrad. Ich bin auch freiarbeitender Journalist und schreibe für gamersunity.de. Müssen wir der Allgemeinheit noch erklären, was Dr. Who ist? Hört sich sonst jemand diesen Podcast an? Dr. Who ist ein zeitreisender Brite, aber eigentlich ein Alien, aber er ist Brite. Und er hat eine Tischmaschine, die sieht aus wie eine Telefonzelle, weil der Tarnmechanismus kaputt ist. Es ist keine Telefonzelle, es ist eine Police Box. The Police Signal Post, as it was called, appeared on the streets of London in the 1880s and made use of the newly invented telephone. For the first time, the policeman on the beat could keep in touch with his local station. But it wasn't long before the posts became fully fledged boxes and objects of great civic pride. Inside, there was a first aid kit, a desk, and a logbook. The police box was also a place for the weary copper to have a rest and a cup of tea. Regional variations abounded. In Glasgow, the early boxes even had a remote-controlled gas lamp to summon the policeman on the beat. The ultimate design was at Trafalgar Square, where the box was put inside a stone pillar topped by a lamp from Nelson's ship. In der ersten Staffel, die 1963 gestartet ist, standen solche Dinger natürlich überall an jeder Ecke rum in Großstädten, aber heutzutage eher selten. Der Clou ist, also er reiste mit seiner Zeitmaschine, die, also genannt TARDIS, auf Englisch glaube ich Time and Relative Dimension in Space. Genau. Und eine TARDIS kann alles Mögliche sein. Es kann von mir aus auch eine Blumenvase sein. Aber damals waren 60er natürlich die Mittel beschränkt, irgendwelche Spezialeffekte in vor allem in Serien einzubauen. Dementsprechend haben sie einfach das Erstbeste genommen, was rumstand. Und was stand ziemlich häufig in London rum? Eine Police Box. Eine Police Box. Dann hat das Design so gut gefallen, dass sie es einfach beibehalten haben. Was auch zum Beispiel in späteren Doctor Who-Staffeln, also der aktuellen Generation, immer wieder zur Sprache kommt. Wartet! Ihr könnt doch die TARDIS nicht einfach so stehen lassen. Und warum sieht sie wie eine Notrufzelle aus? Das ist doch nur Tarnung. Sie hat einen Chamäleon-Schaltkreis. Die TARDIS tarnt sich je nachdem, wo sie landet. Wären wir jetzt im alten Rom, wäre sie vielleicht eine Statue auf einem Sockel. Während ich in die 60er Jahre reiste, ging der Schaltkreis kaputt. Deshalb ist sie immer noch als Zelle getarnt. Reparieren Sie den Schaltkreis nicht? Nein, sieht doch gut aus. Es gibt 700 und ein paar zerquetschte Episoden von dieser Serie. Ursprünglich lief sie von 63 bis 89. Da war eine Zeit lang gar nichts. Und 2005 begann New Who, wo wohl die meisten von uns auch eingestiegen sind. Ich glaube, in den 90ern kam noch der Fox-Movie. Also stimmt, genau. Das war als Pilot gedacht für einen Neustart, aber das hat nicht funktioniert. Genau, und es war die einzigste Folge, nenne ich es mal, wo der achte Doktor aufgetaucht ist. Ja, hier, Doktoren durchnummerieren, was heißt denn das überhaupt? Der Doktor ist ein Time Lord. Und die Time Lords, also Menschen sehen ja aus wie Time Lords. Der Punkt ist, der erste Darsteller, William Hartnell, der erste Doktor, der war schon relativ alt. Und der ist irgendwann kann er keinen Doktor Who mehr machen. Und dann haben sie eingeführt, die eine tolle Regel über Timelots, das ist das Tolle, wenn man eine Alienrasse einführt, kann man sich immer neue Regeln für ausdenken, das ist was Doktor Who oft und gerne macht. Wenn ein Timelord stirbt, dann regeneriert er sich. Er kriegt einen neuen Körper und seine Persönlichkeit ändert sich so ein kleines bisschen. Aber dann, der Punkt ist halt, er kriegt einen komplett neuen Körper und neues Aussehen und ein bisschen andere Vorlieben, neue Spezialeffekte und manchmal auch eine neue TARDIS. Und so kann man halt immer wieder wechseln. Und der Neustart 2005, das war dann mit dem 9. Doktor. Und jetzt sind wir inzwischen beim 11. Doktor. Leider. Merke, der Florian mag den 11. Doktor nicht. Nein, ich mag Matt Smith nicht. Er ist kein schlechter Schauspieler, aber er ist, wenn man wirklich ihn vergleicht mit dem großartigen, absolut fantastischen David Tennant oder von mir aus auch sogar Eccleston war in seiner Art, wie er gespielt hat, wesentlich besser als Smith, dann, Eccleston war auch nicht ganz mein erster Doktor, nur den ersten, den ich bewusst wahrgenommen habe. Ich habe ganz früher mal so ein Wochenendprogramm auf RTL, liefen ja auch so vereinzelt mal ein paar Folgen Doctor Who. Da habe ich mal welche von mitgekriegt. Natürlich überhaupt nicht verstanden, worum es ging. Ich weiß auch nicht mehr, welche Staffel es war, welcher Doktor es war. Ich weiß noch, es war mit Ace. Das wird jetzt irgendwelchen
super Doctor Who-Experten genau sagen, welche Staffel es war, aber man möge da mein Langzeitgedächtnis entschuldigen. Ich bin der Doktor. Oh, der Doktor. Sieh mal einer an. Ja, Torchwood ist ja auch wieder ein Anagramm für Doctor Who. Ja. Und ein Spin-off sollte man vielleicht als erstes sagen, für die Leute, die es noch nicht kennen. Genau. Ich glaube, wenn in Deutschland irgendjemand was mit Doctor Who kennt, ist es Torchwood. Das ist auch das Einzige, was einigermaßen erfolgreich hier läuft. Es gab ja noch ein anderes Spin-off mit Sarah Jane Adventures. Das war genau. Ja, eine Companion, so, wie so schön genannt wird. Also könntest du sagen, Doctor Who Kids? Eine Gefährtin von Doctor Who. Ja. Aus den 70ern und 80ern, die dann nach dem Start der zweiten oder dritten Staffel der neuen Generation, hat sie dann einen eigenen Ableger bekommen, aber ist leider mittlerweile schon verstorben. Mhm. Also die Schauspielerin. Womit kann denn der ungeübte deutsche Serienzuschauer Doctor Who ungefähr vergleichen? Also ich habe da so, klar so, mit nichts natürlich, überhaupt nichts. Ich habe da immer so im Hinterkopf so ein bisschen Douglas Adams oder auch die Ion Tichy-Geschichten von Stanislaw Lem. Adams trifft es insofern, dass es oft relativ absurd ist. Wobei in sich konsistenter als Anhalter eigentlich. Vom Setup her, wie Stargate, weil man halt immer was anderes hat. Ansonsten serientechnisch... Torchwood. Überhaupt nicht. Das ist ja das, was mich an Torchwood stört. Der Torchwood ist ja eher so Fringe, Akte X, Ableger, kann man das so sagen? Ich glaube, an sich gibt es eigentlich nicht wirklich einen Vergleich von Doctor Who, weil das ja eigentlich im Grunde das Sci-Fi-Genre mitunter am stärksten geprägt hat. Es ist ja auch offiziell belegt, dass es die am längsten laufende Science-Fiction-Serie der Welt ist. Terry Pratchett hat mal gesagt, eigentlich darf man Doctor Who nicht als Science-Fiction bezeichnen, wie sich jede Lösung irgendwie ständig aus dem Arsch ziehen. Es ist halt Zeitreisen. Warum können wir atmen? Weil da gibt es ein Kraftfeld. Okay. I'm a wimey, wibbly, wimey. Ihr stellt euch die Zeit immer so als eine Linie vor, aber es ist mehr so ein Teppich. Anfangen hier 1.21 Gigawatt. Hier haben wir dann Marty McFly in seinem Florian. Great Scott, you're great. Not. I spit it hard and generate way more power than 1.21 gigawatts. I'm not sure what sort of scientific authority you purport to be, but I'm a real doctor. Where'd you get your degree? Despite all your companions, you couldn't be having less sex. I don't know what's lame, are your fans or your special effects? You don't get another turn to debate. Time to face your permanent fate. Now, Dalek, my balls! Was ich auch immer an Doctor Who so unheimlich erstaunlich finde, was ich auch in keiner anderen Serie habe, ich erlaube dieser Serie jedes Logikloch, weil die Serie ist einfach so frech absurd. Ja, genau. Mir ist es total scheißegal, ob die Story am Ende Sinn macht, was sie häufig nicht macht, aber es war immer noch ein geiler Ritt bis dahin. What? Unser Steckenpferd sind ja eigentlich die Videospiele, die interaktive Unterhaltung. Was ist das? Davon habe ich noch nie etwas gehört. Man mag es nicht glauben, Doctor Who Videospiele gibt es schon ewig. Ich habe, glaube ich, das erste Exemplar auf einem BBC Micro Spektrum gesehen. Es gibt Amiga-Titel. Exterminate. Das vorletzte Jahr haben wir eigentlich die ersten Spiele zum aktuellen New Who gesehen. Das fing alles an mit den Doctor Who Adventure Games, über die wir schon mal gesprochen haben. Aber die kann man ja als Deutsche, also als German Citizen nicht laden. Da muss man wirklich in England sein, um sich die zu holen. Ich hatte noch Glück, ich konnte sie über so ein Online-Portal kaufen, aber da sind die dann irgendwann verschwunden. Ich wollte gerade sagen, kann ich der BBC nicht Geld geben, Nein. damit ich spielen darf? Inzwischen nicht. Ich furchtbar, wenn Leute mein Geld nicht wollen. Nur englische Steuerzahler dürfen das spielen. Also die Doctor Who Adventure Games waren umsonst. Auch das allerletzte, was Ende letzten Jahres rausgekommen ist, Gunpowder Plot war umsonst. Das war die fünfte Episode. Dementsprechend nehme ich an, habt ihr sie nicht gespielt. Ich habe mich mit Charles Cecil, der an der Entwicklung der Spiele beteiligt war, mal drüber unterhalten. Ja. Der hat, also der Charles Cecil, der hat auch Baphomets Fluch gemacht
Und er hat mir auf der Gamescom mal erzählt, die haben halt eng mit der BBC zusammengearbeitet und was sie in den Spielen gemacht haben, das war dann auch Kanon für die Serie. In einer von den Episoden haben sie die Dalek-Heimatwelt nachkreiert, Skaro. Ja. Und das war dann für die BBC Kanon, dass Skaro jetzt so aussieht, wie das in dem Spiel aussieht. Das waren halt relativ simple Adventure-Spiele. Du hattest halt nie mehr als zwei, drei Gegenstände. Und es war halt aufgelockert durch Minispiele. Also ich fand es ein bisschen... Also es war zwar nett, für umsonst. Die Grafik war ein bisschen altbacken, das Gameplay war einfach, die Geschicklichkeitsspiele manchmal nervig und es wiederholte sich stark, aber halt für umsonst, was will man sagen? Weil Gunpowder Plot kennt, glaube ich, inzwischen jeder. Remember. Genau, der Mann, mit der Anonymous erfunden hat, also zumindest der das Gesicht erfunden hat, Guy Fawkes und seine lustige Bande an Verschwörern. Und dann kommen natürlich dann noch Sontarana und ihre, muss ich ja vergessen, wie ihre Erzfeinde heißen. Im Endeffekt endet alles damit, dass das Parlamentsgebäude für kurze Zeit ins Weltall versetzt wird und mehrere Doomsday-Devices. Dr. Who, meine Damen und Herren! Das ist Dr. Who. Das und warum nicht gleich ein Krankenhaus auf dem Mond, wenn es regnet? Oder ein Kamin auf einem Raumschiff, der ein Tor ins Frankreich des 18. Jahrhunderts ist. Völlig legitim? Wo gehen Sie hin? Bin gleich zurück. Alonso? Alonso. Irgendwann hat die BBC ja gesagt, die Adventure Games, die sind so toll, wird alles gecancelt. Zweite Staffel Adventure Games fällt aus. Wir machen jetzt ein richtig geiles, großes Konsolen-Multiplattform-Release. Und das war The Eternity Clock. Richtig großes Spiel. Eternity Clock ist ein 2D-Action-Adventure. Also man spielt es immer auf einer zweidimensionalen Ebene. Aber es ist gleichzeitig so ein bisschen wie, ich überlege gerade, also man läuft zwar immer noch auf einer zweidimensionalen Ebene, aber manchmal läuft man um Kurven, dass sich das Ganze so dreht. Das ist, ich überlege halt, welches Spiel das schon war. Prime, sowas, oder Fez. Man läuft halt mit zwei Charakteren, mit dem 11. Doktor mit, und seiner River Song. Danke für die Spoilerei! Okay, also es ist ein 2D-Action-Spiel, man läuft mit dem Doktor und River durch verschiedene Level. Mhm. Die aber, das ist der Clou, es ist immer... Es ist fast immer London. Ja. Zu einer anderen Zeit. Das fängt wirklich toll an, indem der Doktor aus seiner TARDIS rauskommt und sagt: Ah, die Bank of England. Only this time I am breaking out. Und dann kommt man über die Bank von England in die Kanalisation und stößt dabei auf Cyberman und dann reist man durch die Zeit. 16. Jahrhundert, also immer in London und man ist. Es ist dieses Hin und Her. Es ist so ein bisschen wie ein Metroidvania-Spiel. Aber aufgeteilt in Level. Florian ist beeindruckt. Ich muss schon sagen, hey, London als Location zu wählen. Und das für Dr. Who. Niemals gedacht. Nein. Punkt ist, dass du wirklich dieses, dass du später hin und her Level hast, da sind beide Charaktere in verschiedenen Zeiten. Und agieren parallel zueinander und müssen da was hinlegen, damit es der andere in der Zukunft dann abholen kann. Die Idee. Das ist das Wichtige zu die Eternity Clock. So schlecht es auch ist, und das überlasse ich dir nachher, Flo, weil es ist so schlecht es auf seine Art so ist, ist es auf eine gewisse Weise auch das bestmögliche Doctor Who-Spiel. Bestmöglich nicht, aber es ist aktuell beste. Die Ideen, die drin sind, wie das umgesetzt ist und so, das Grundkonzept, das ist super geil. Aber es leidet halt unter unheimlich vielen Fehlern, die einfach tierisch nerven. Zum einen hast du zwischendurch immer wieder alle möglichen Rätsel, weil du kannst nicht nur Doctor Who, der irgendwie durch eine Kanalisation klettern und irgendwie. Du musst zum Beispiel immer wieder mal den Sonic Screwdriver benutzen, um Schlösser aufzumachen oder um irgendwelche Computer zu manipulieren. Mhm. Und da hast du so Rätsel, die in gewisser Weise auch bei Professor Layton vorkommen könnten. Okay. Da leiten und dann das Minispiel mit dem Screwdriver, wo du eine Tür öffnen musst. Da musst du so zwei Wellen übereinander legen und das ist witzig am Anfang, aber sie wiederholen sich immer wieder. Es ist immer wieder, egal ob du jetzt in der Untergrundstadt der
Homo Reptilia bist oder ob du irgendwie in der Kanalisation bist oder sonst was. Du musst immer irgendwelche Gashähne aufdrehen, damit sich da richtig die Luft verteilt oder ja, so. Ja, das Problem kenne ich auch aus den Adventure Games, weil da gibt es halt auch zum Beispiel, was weiß ich, hier flicke das Loch im Universum. Das machst du einmal ganz einfach, dann nochmal, dann nochmal, dann nochmal, nochmal schwieriger, nochmal schwieriger, nochmal schwieriger. Es gibt auch so Schleicheinlagen. Es ist so ein bisschen wie bei Shadow Complex, wenn ihr das kennt. Ja. Dass Gegner aus dem Hintergrund kommen und man muss denen so ausweichen. Und es gibt ein paar Stellen, da ist Eternity Clock einfach genau dieses Doctor Who-Erlebnis. Weil zum einen geht es um unheimlich viel Rennen, weil man muss oft vor den Gegnern wegrennen. Weil da kommt so eine Armee von Cybermen. Da muss man irgendwie über Mauern klettern und ganz schnell irgendwelche Rätsel lösen, damit man ganz schnell an die hintere Tür kommt, weil da halt so eine Armee von Cybermen durchmarschiert. Aber ist das nicht auch frustig? Weil ich denke jetzt mal so an sich hier Silent Hill Shattered Memories zum Beispiel, wo man ja auch viel mit Weglaufen beschäftigt ist. Ich weiß nicht, ob einer man nur mit Weglaufen beschäftigt. Ja, genau. Die Stelle war auch ziemlich frustrierend, weil ich mit einem Freund eine Weile gebraucht habe, um rauszufinden, wie es funktioniert, was wir genau machen müssen. Und weil die Klettersteuerung nicht immer so gut funktioniert, wie sie soll. Aber der Punkt ist, es bringt manchmal das Feeling unheimlich gut rüber. Es gibt eine Stelle mit den Silents. Die vergisst man, sobald man sie nicht mehr sieht. Ach, ich habe jetzt erst Zylonen verstanden, aber jetzt weiß nein, ich nicht. Nein, the Silence. The Silence, genau. Silence, where it fell. Überall im Hintergrund sind so Horden von Silence und man muss gucken, dass man immer mindestens einen im Blickfeld hat. Sonst hat man das Level nicht geschafft. Und das ist so clever, dass sie das umgesetzt haben. Du läufst durch London und da sind irgendwie nur so ein paar Wachen und du weißt noch nicht, was in. Also London im 16. Jahrhundert. Ja. Da sind nur so ein paar Stadtwachen und du weißt nicht, was los ist. Und dann kommst du um eine Ecke. Und da ist auf einmal die Wand voll mit schwarzen Strichen, weil sie alle gezählt haben, wie viele Silence sie gesehen haben. Und es ist so, uah! Und genau das sind diese Momente, wo du denkst, boah, das ist, wenn es nicht so doof wäre, wäre es das perfekte Doctor Who-Spiel. Wenn es nicht scheiße wäre, wäre es geil. Ja, genau. Ich hab's gespielt mit einem Freund, ich hab's gespielt alleine. Und irgendwie bin ich an einen Punkt gekommen, wo man einfach nicht weiterkam, weil es so abartig ätzend schwer war. Weil man gegen ganz viele Homo Reptilia kämpfen muss, indem man mit dem Screwdriver ihre Blaster kaputt machen muss. Und das klappt zeitlich überhaupt nicht. Du bist einfach nur unfähig. Und ist inkonsequent. Wenn der Doktor zum Beispiel stirbt und regeneriert er nicht, sondern stirbt wirklich, das ist inkonsequent. Das einzige Mal, wo ich das wirklich richtig umgesetzt habe, war ich bei dem Planescape-Spiel, diesem uralten Rollenspiel, wo halt der Charakter unsterblich ist und man sogar sterben muss, um weiterzukommen. Vielleicht töten sie ihn so schnell, dass seine Regeneration überlagert wird. Das hatten wir ja schon ein paar Mal. Das ist einfach kein gutes Spiel. Es fängt allein schon in der deutschen Version damit an, dass es auf Deutsch ist. Auf Deutsch! Wer sind Sie? Ich bin der Doktor. Ich bin ein Zeitreisender. Alles, was je in Raum und Zeit geschehen ist oder jemals geschehen wird, wo wollen Sie anfangen? Wohin Sie auch wollen, jede Zeit, die Sie wollen. Es gibt nur eine Bedingung. Es muss außergewöhnlich sein. Was hast du es gespielt? Steam? Meine PS3-Version ist Englisch. Ich hab's auf der Vita gespielt, ich hab's mir auf dem deutschen PlayStation. Also es gibt eine deutsche Fassung davon. Ich hab's davon. Auch im deutschen PlayStation. Das ist so schlimm, das ist so katastrophal. Deine Vita auf Deutsch, liegt's daran? Ja, ich hab alles auf Deutsch gelassen. Und schon, es gibt die erste Staffel, die zweite Staffel gibt's auf Deutsch, die dritte Staffel gibt's auf Deutsch. Mittlerweile gibt's sogar alle Staffeln, glaube ich, sogar auf Deutsch. Habe ich gesehen in iTunes. Ja, ja. Wenn du wirklich mal. Du nimmst einen Charakter wie David Tennant, Smith lasse ich jetzt mal weg. Ja. Du nimmst einen Charakter wie David Tennant, wenn du den wirklich acten oder schauspielen siehst und sprechen vor allem mit seiner Mimik und seiner Stimme, dann ist das. Ein Theaterdarsteller und das sieht man auch. Es ist unglaublich gut. Der Typ kann sich so dermaßen gut profilieren, das glaubst du nicht. Also ich muss jetzt gerade eine Lobeshymne auf Tennant machen, aber er ist einfach ein guter Schauspieler. Ja. Und wenn du dann die deutsche Übersetzung setzt, dann sitzt du da halt da so da. Aha. Ich habe die Eccleston-Box noch auf Deutsch, ich sehe sie natürlich auch lieber auf Englisch, aber ich muss sagen, die deutsche Übersetzung ist gut gelungen. Also für mich hat Doctor Who auf Deutsch ein ganz entscheidendes Problem, was mit der Sprache einherkommt, nämlich der Doktor wird gesiezt. Zumindest ja. In allen Folgen, die ich gesehen habe bisher. Und einfach die Beziehung, die der Doktor zu seinen Gefährten aufbaut, das ist einfach so total unrealistisch, dass die ihn siezen würden. Besonders der Rose.
besonders Rose. Ich mag Matt Smith. Ja, ich mag ihn auch nicht so sehr wie David Tennant. Aus Prinzip, weil you never forget your first doctor und so. Aber dieses Spiel rettet sich teilweise durch Smiths wunderbare Performance. Mhm. Kommen wir jetzt noch. Moment, wir haben ja das Wichtige, wir haben ja das beste Doctor Who-Spiel überhaupt vergessen. Hatte Worlds in Time das Facebook-Social-Spiel. Also ich hab's vorher nochmal reingehauen. Ja, Konrad, das ist genau die richtige Reaktion. Yeah. Worlds in Time ist Spiele mit deinen Freunden auf Facebook Tetris, um die Welt zu retten. The fuck? Es ist relativ cool gemacht, so mit dem Comic-Stil und so, aber du musst halt wirklich dauernd Minispielchen spielen. Du spielst sie wie Pipe Mania, irgendwelche Match-4-Spiele und so, um dein Screwdriver aufzuladen und oder halt um irgendwelche Leute in Diskussionen zu überzeugen. Ja, das macht man mit Match-4-Spielen. Und ab und zu darfst du natürlich auch Chronons kaufen, um halt Missionen freizuschalten. Brilliant. Fantastic. Molto bene. So, jetzt sagen wir so, jetzt stellt euch doch mal vor, wir sind irgendwie, es ist 2002, wir sitzen im Planungsstudio von 3D Realms, haben unendlich viel Kohle gemacht, haben unendlich viel Entwicklungszeit und kriegen jetzt irgendwie per Post gerade von der BBC die Doctor Who-Lizenz. Doctor Who forever. Ja, wie machen wir das bessere Doctor Who-Spiel? Wie muss es sein? Mischung aus GTA, Call of Cthulhu und Star Wars. Star Wars. Ich denke, man muss sich überlegen, was Doctor Who ausmacht. Und das, was Doctor Who zu einem großen Teil für mich ausmacht, ist der emotionale Aspekt. Das ist jetzt schwer zu erklären für Leute, die es nicht kennen. Und alle anderen, die Doomsday gesehen haben, wissen, wovon ich rede. Das lässt sich, glaube ich, schwer ins Spiel übertragen. Man muss, auch wenn es nervig ist, muss man irgendwelche Schlossknackspielereien mit dem Screwdriver einbauen, weil das ist halt ein wichtiges Element. Muss ich überlegen, was lässt sich übertragen in Sachen Gameplay. Mit irgendwelchen Computern rumspielen, um irgendwelche Lösungen zu haben. Was jetzt bei Doctor Who nicht vorkommt, also was sie wirklich eigentlich quasi nie machen, sind so Zeitreiserätsel à la Day of the Tentacle. Also steck den Hamster in den Tiefkühler oder sowas, weil du ihn nicht durch die Zeit spülen kannst oder so. Sowas gibt's in Doctor Who eigentlich nicht. Aber wenn du ein Spiel über Zeitreisen machst, liegt es eigentlich recht nahe. Also ich bin ganz konsequent, der Doktor wird kein spielbarer Charakter. Zack. Gespielt werden die Companions, weil die sind sowieso die Brücke zu diesem Alien, zu diesem fremdartigen Wesen, das ja eigentlich genial und fast allmächtig ist, unsterblich. Ich meine, wie willst du so ein Ding spielen? Wenn ich's machen würde, würde ich das so machen, dass man, also jetzt nach den Erfolgen von The Walking Dead, würde ich Telltale Games in die Hand drücken, wenn die sich auskennen würden mit Doctor Who. Mhm. Würde ich sagen, du hast 11 Lebenspunkte und du startest beim ersten Doktor und jedes Mal, wenn du stirbst, regenerierst du dich. Das wäre natürlich eine geniale Idee, diese Regeneration mit einzubauen. Genau, ich hab The Walking Dead noch nicht gespielt, aber ich habe an Back to the Future gemerkt, dass die... Nein, Back to the Future und The Walking Dead, das sind, Dimensionen Unterschiede. Was ich damit sagen wollte, war, ist, dass sie es mit der wirklich drauf haben, ein Spiel so umzusetzen, dass es die Vorlage gut rüberbringt. Also bei Back to the Future habe ich mich 3 Teile lang über die Rätsel aufgeregt. Und in der letzten Episode hat es dann geklickt, als ich die Story zusammengefügt hat. Spiel mal The Walking Dead, weil The Walking Dead ist wirklich ein kompletter anderer. Es steht auf der To-Do-Liste, ich warte noch auf den Disc-Release. Also bei Walking Dead ist es halt wirklich fast eine Visual Novel mit Adventure-Charakter. Aber wirklich, wenn sie wirklich ein Doctor Who-Spiel in Form von The Walking Dead bringen würden, mit genau der gleichen Liebe zu dem Universum wie jetzt TWD des Adventure-Spiels zu TWD der Serie und den Comics, weil es basiert ja ursprünglich auf den Robert Kirkman-Comics. Ja. Kirkman! Ja. Kahn!
Auf jeden Fall so ein, wirklich so, so ein Doctor Who Adventure-Spiel von Telltale Games in der Qualität von The Walking Dead. Ich fände es unglaublich geil. Da würde ich sogar 50 Euro sogar bereit sein zu zahlen für das Adventure-Spiel. Also ich denke auch, Adventure ist die richtige Richtung. Klar, man kann es so machen wie diese alte Amiga-Umsetzung. Man macht einfach so ein Terrigan-Teil draus, indem man halt auf Daleks ballert. Aber das ist halt... Das ist halt irgendwie, das ist kein Doctor Who-Spiel. Also das Modell finde ich gar nicht schlecht, diese Art von Visual Novel. Gerne auch mit mehreren Doktoren, je nachdem, was die Lizenz kostet. Da müssen aber auch die alten in Schwarz-Weiß sein. Wie seht ihr denn die Zukunft für Doctor Who in Deutschland? Oder warum denkt ihr überhaupt, warum sieht kein Mensch diese Serie? Obwohl sie toll ist. Ich tue mein Bestes. Ich sage jeder Person, die ich irgendwie je treffe, guck Doctor Who, es ist die großartige Serie aller Zeiten. Es ist aber einfach dieses, ich meine, es lief, glaube ich, tatsächlich mal bei uns im Fernsehen. Ich glaube sogar auf ProSieben. Ja. Es braucht einen. Ich bin übrigens der Doktor. Der an das Gute glaubt. Dieser Premierminister ist ein verkleideter Außerirdischer. Das kauft mir keiner ab, oder? Nein. Um das Böse zu besiegen. Jetzt wird's heftig. Ein Raumschiff. Das Schiff hat telepathische Fähigkeiten. Eine Mission. Ja, durch Raum und Zeit! Und ein Doktor. Doktor wer? Der Doktor. Einer muss uns ja retten. Gern geschehen. Der galaktische Serienspaß aus England. Jetzt erinnere mich wieder ans erste Mal, als ich Doctor Who gesehen habe. Ach du Scheiße, ist das lang her. Ich glaube, im Moment läuft es auf Sky, die Staffel 3 und 4. Daher kommt auch die deutsche Synchro. Und vorher lief auch die 6. Staffel entweder auf Fox Deutschland oder auch irgendwo im Pay-TV. Und ich habe auch sogar, ich zeige es auch immer wieder ein paar Leuten, ein paar funktioniert es auch. Ich habe neulich wieder, hat mir eine Freundin gesagt, du, ich habe es jetzt endlich geguckt und ich bin jetzt schon in der 4. Staffel. Und die Fernsehwelle, die hast du jetzt nicht mehr, weil dafür ist es nicht mehr aktuell genug. Ich meine, es läuft sicher noch weiter. Und ich meine, wie gesagt, es steht das 50-jährige Jubiläum an, bei dem es hoffentlich einige Crossover gibt. Und die aber, Mann in Deutschland wird es interessieren. Mich schon. Ja, ja, aber in Deutschland... Die Fans, die Leute, die es eh schon gucken, aber ich glaube nicht, dass du nochmal eine neue Welle hast mit Doctor Who. Vielleicht irgendwann, wenn sie einen 12. Doktor haben und dann wieder so einen Neustart hingelegt haben, weil 11 war ja schon eigentlich ein ganz heftiger Neustart, wo du... Es ist kompletter Neustart. Ja, wo du mit allem abgebrochen hast von dem, was davor war. Arbeitskollege von mir, der Felix, hat mich auch gefragt, mit der ersten Staffel von Eccleston angefangen, fand ich ziemlich cheesy und da habe ich gesagt, ey, kein Problem, ich gebe dir die 5., weil das ist eine komplette Neuorientierung. Ja, und jetzt haben wir wirklich modernste 3D-Technologie, HD, alles, was das Budget der BBC hergibt. Aber immer noch gute Monster-Masken. Bei Doctor Who geht es ja auch um Monster. Und die Monster funktionieren immer noch. Also die. Sag mal Aliens. Nein, eigentlich geht es ja um Geschichtswissen. Also die Serie ist ursprünglich gestartet, um den Kindern was über Geschichte beizubringen. Aus dem Jahr 2289. Klingt, seems legend. Ich möchte diesen Podcast diese Aufnahme jemand widmen. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, genau. Nee, widmen sogar. Ach so. Also, und zwar würde ich gerne einmal die Simone Wessels damit grüßen und die Christine Knillmann, denn durch diese zwei bin ich zu Doctor Who gekommen. Konrad, möchtest du auch noch jemanden grüßen? Das trifft mich jetzt ganz unvorbereitet. Ich bin über meinen Bruder zu Doctor Who gekommen, den muss ich aber nicht grüßen, den sehe ich jeden Tag. Ich bin... Über wen kam ich denn da auf Doctor Who? Ich... Grüß dir Zeit. Meine Doctor Who-Fanfreunde, die Eileen und die Anna und den Dennis und. Ja, doch mal den Stefan auch. Ich schneide das eh alles raus, aber ist egal, ja, ruhig okay, weiter. Ja, super, ja, danke. Five of me, the rest went deep.
Since 1963, but the doctor won't give up on me.